Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. Heute mit einem Videotutorial für eine etwas andere Kullerkarte. Und zwar ist das ja eigentlich mehr eine Kullerbox. Ich zeige die jetzt mal eben von der Seite. Sieht man, die ist jetzt rundherum geschlossen. Und zwar ist das bei den Kullerkarten ja so, die bauen ja relativ hoch auf, wenn auch natürlich normalerweise nicht so hoch. Das heißt, man kann in die Seite so reingucken, außer man klebt jetzt rundherum die Klebestreifen. Ja, und dabei ist jetzt irgendwie dann so eine Box entstanden. Wie man sieht, das kullert auch ganz wunderbar darum, das Ei sozusagen um die Henne. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze geht. Und zwar brauchen wir dafür ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Schokobraun genommen mit den Maßen 24 x 12,5 cm. Und da wird jetzt auf der kurzen Seite gefalzt bei einem Zentimeter. Das mache ich jetzt in diese Richtung, hier auf die schmale Seite rüber, damit ich hier eine schön lange Anlagefläche habe. Und bei 11,5 cm, das heißt, ich kann jetzt hier auf die 11,5 cm achten oder einfach auf der Seite auch wieder bei einem Zentimeter. Das kommt auf dasselbe hinaus. Dann drehe ich das Ganze auf die lange Seite und falze bei einem Zentimeter, bei 2 cm. Jetzt drehe ich das Ganze einmal hier rüber. Denn jetzt brauche ich die 12,5 cm und 13,5 cm. So, dann kann der Papierschneider schon wieder einmal weg. Und stattdessen kommt die Schere her. Jetzt schneide ich das Ganze nämlich noch ein bisschen zurecht. Also ich knicke die Falzlinien vorher einmal, dann könnt ihr das auch im Video ein bisschen besser erkennen. Und dann schräge ich hier diese kleinen Laschen ab. Die langen bleiben gerade, da wird nichts schräg geschnitten. Und auch hier wird das abgeschrägt und hier so. Also dann ist das unsere Klebelasche. Das heißt, wenn das fertig ist, sollte das Ganze so aussehen. Ich zeige jetzt einmal, wie das gleich zusammenkommt. Das heißt, ich klebe hier die kleinen Laschen fest und die großen so hier drüber. Schaut das Ganze nachher so aus. Doch zuvor muss jetzt gleich noch die Big Shot ran. Und dafür beklebe ich das hier auch gleich erst noch mit dem Farbkarton in Vanille. Der hat die Maße 10 x 10 cm. Doch bevor ich das mache, bekleckse ich den noch ein bisschen. Und zwar mit diesem Teil. Das gab es mal bei Stampin' Up. Das gibt's oder gab es bis vor einiger Zeit auch noch von einem anderen Hersteller. Ich schaue mal, dass ich den Link wieder finde, dann poste ich den gerne im Rahmen von meinem Beitrag. Und zwar kann man da die Stifte von Stampin' Up mit der dicken Seite so reinspannen. Ich zeige das jetzt einfach auf dem Schmierpapier. Und wenn ich dann hier hinten so drauf drücke,
dann, ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen, kommen da so Spritzerchen raus. Muss ich halt ein bisschen ausprobieren, wie doll oder mit welchem großen Abstand oder wie nah ich rangehe, um das zu besprühen. Und so, ja, weil es den Effekt verändert, ob ich die Punkte jetzt eher sehr konzentriert habe und recht dick oder ein bisschen verteilter und dünner. Muss man einfach ein bisschen mitspielen. Hängt natürlich auch davon ab, wie, ja, ich sag jetzt mal, saftig der Stift ist. So. Der hier könnte wahrscheinlich mal wieder ein bisschen neue Farbe vertragen. Also die Stampin' White Marker lassen sich ja auch wieder auffüllen. Dazu habe ich auch vor Ewigkeiten mal ein Video gemacht, wer sich das mal anschauen möchte. So, ich finde, jetzt hat das Papier nämlich noch einen ganz netten Effekt. Sieht nicht ganz so langweilig aus. Ja, und dann klebe ich das jetzt hier drauf. Diesmal gehe ich auch ein bisschen in der Mitte mit Klebe lang, weil die Framelits das ja gleich ausstanzen. Und zwar nehme ich hier die Framelits Himmelsstürmer und kurbel das jetzt gleich einmal durch die Big Shot, damit mir das hier diesen Kreis bzw. hier diesen Schlitz ausstanzt. Dann bin ich gleich wieder da. So, wie du siehst, kommt die Big Shot. Warte, jetzt schmeiße ich schon den Kreis runter. Durch die beiden Lagen problemlos durch. Und dann kann ich mich schon ans Zusammenkleben der Box machen. Ich nehme da jetzt wieder Tombow für, aber geht natürlich auch mit Sticky Tape. Bevor ich jetzt die Seite klebe, halt noch der Hinweis, ich nehme halt die oberen und klappe die hier drüber, damit ich hier einen schönen Abschluss habe und nicht jetzt wie von der Rückseite, hier sieht man ja sozusagen die Klebekante. Deshalb klebe ich das Ganze halt auf diese Weise zusammen. Damit ist die Schachtel selbst schon mal soweit fertig. Jetzt wird noch ein bisschen gestempelt. Und zwar habe ich das Stempelset, das Gelbe vom Ei, genommen aus der Celebration. Und daraus die dicke Henne. Die stempel ich jetzt in den Kreis. Scheinbar habe ich den Stempel nicht ganz gut drauf gedrückt. Der hatte eine Luftblase drunter. Deshalb habe ich da jetzt einen kleinen schwarzen Fleck, aber der fällt nicht ganz so auf. So, wenn es jetzt gerade gewackelt hat, ich habe mal eben meinen Stempel sauber gemacht. Und dann habe ich hier noch das aufmüpfige kleine Ei. Und das stempel ich noch auf so ein Reststück.
Und das stanze ich mit der 1 Zoll Kreisstanze aus. So. Da das Ganze jetzt so doch ein bisschen langweilig aussieht, ja, hier hätte ich gar nicht so viel Kleckse machen, sprühen müssen, aber ist ja egal. Jetzt nehme ich hier die tollen Aquarellstifte und koloriere das noch ein bisschen. Das mache ich jetzt im Video im Schnelldurchlauf, da müsst ihr mir ja nicht unbedingt bei in Echtzeit zugucken. Wenn ich das soweit ausgemalt habe, nehme ich einfach einen Mischstift und gehe damit über die Farbe drüber. Denn damit verteile ich das dann nochmal sehr schön. Wenn ich zur nächsten Farbe wechsle, male ich den Stift erst kurz aus. Ist jetzt eine sehr schnelle Koloration, aber ich denke, hier braucht es auch gar nicht viel mehr, weil ich das Ganze ja eher so ein bisschen, ja, fast schon im Sepia, also alles so braun, Vanillefarben gehalten habe. Bis auf hier das Rot und das Orange. So, jetzt ist das natürlich deutlich höher als eine eigentliche Kullerkarte. Deshalb muss ich da jetzt ein bisschen tricksen, damit ich mein Mittelteil auch so hoch kriege, denn da reichen die Klebestreifen ja bei weitem nicht für. Und zwar klebe ich die so hin. Die müssen nämlich genug Abstand zum Rand haben, dass die halt das Ei beim Rumkullern nicht behindern. Dann ziehe ich die Schutzfolie schon ab. Und klebe da eine weitere Schicht drüber. Das mache ich jetzt noch ein weiteres Mal. Also hier sehe ich drei von diesen Streifen und die sind schon relativ hoch übereinander klebe. Damit komme ich dann fast auf den Zentimeter Höhe, den die Schachtel hat. Es mag vielleicht der ein oder andere sagen, oh mein Gott, so eine Verschwendung dieser Klebestreifen. Aber bedenkt einmal, wenn ihr so eine typische Kullerkarte macht und das dann rundum alles noch hier hochklebt. Dabei geht noch viel mehr von den Klebestreifen drauf. So, also das sieht jetzt recht interessant aus, aber es funktioniert. So, ich mache gerade die Schnippeln alle zur Seite. Wichtig ist natürlich, wenn man jetzt das hier reinklebt, jetzt gucke ich einmal kurz, genau, also hier ist oben, wo ich die schöne Kante habe, dass ich den Abstand möglichst gleich habe, weil das nicht, ich übertreibe jetzt, um das zu veranschaulichen, dass ich das nicht so klebe oder so, ne, sondern dass das dennoch passt.
Und dafür kann man sich dann ja mit diesem Ring, den man mit ausgestanzt hat, ein bisschen behelfen. Oder man hat ein gutes Augenmaß. Ich ziehe jetzt also, huch, da habe ich noch ein bisschen Klebe, auch hier die Schutzfolie ab. Mit dem Augenmaß ist das vor der laufenden Kamera immer so eine Sache. Und jetzt sollte das Huhn auch noch richtig rumstehen. Das heißt, ich kann mir auch den einmal hier dran halten und gucken, ob das soweit passt. Und wenn ich meine, dass das hinkommt, drücke ich das Ganze fest. Jetzt ist die Karte auch schon fast fertig. Ich brauche jetzt allerdings noch eine Cent-Münze und hier so einen runden Dimensional. Den klebe ich jetzt hier drauf. Wer uns keine runden Dimensionals hat, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich die her habe. Ich könnte mal gucken, ob ich das noch wiederfinde, denn die habe ich vor Jahren gekauft und jetzt in meinem Bestand wiedergefunden. Die sind halt schön, weil die direkt durch die Rundung natürlich schön kullern. Man kann aber auch hier diese Dimensionals nehmen und sich so ein bisschen runder schneiden, damit das nicht so ja, rumeiert. Kleiner Wortwitz. So, und das sollte man nicht machen. Also das klebe ich möglichst mittig hier auf. Und das Ganze dann auf die Rückseite von meinem Ei. Und dann stecke ich die Münze einmal unten, ich hoffe, man kann das jetzt ein bisschen sehen, unter dieses Mittelteil und unter den Rand. Und es kann sein, durch das Stanzen biegen die sich manchmal ein bisschen hoch, dass ich die einmal so ein bisschen runterdrücke. Und Vorführeffekt, genau. Dann kullert das Ei, genau wie hier. Ganz herrlich um die Henne rum. Ja, und das ist mal ja, meine etwas andere Variante einer Kullerkarte, also eine Kullerbox. Irgendwie macht das schon Spaß. Man könnte sich auch hier einfach mal ein bisschen hinsetzen und das zur Entspannung machen. Ja, ich hoffe, dir oder euch gefällt meine Idee zu dieser etwas anderen Variante. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen, freue mich wie immer über Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!